Meine Damen und Herren, heute haben wir einen sehr, sehr wichtigen Tag, denn hinter dem nächsten großen Portal liegt einer der größten Meilensteine in der Kreis-Industry-Historie. Dort wird etwas Wichtiges gebaut. Was das ist, das wissen wir nicht. Kreis will es uns noch nicht verraten, aber er hat gemeint, es ist menschenverachtend. Ich bin gespannt, wir werden es erleben in Void Train. Aber es ist menschenverachtend. Es soll menschen- und naturverachtend sein. Seid also gespannt. Kreis Industries, wir sind stark im Verachten. Kreis Industries, Verachtung mit Niveau. Ja, schön, dass du so viele tolle Sprüche schon drauf hast. Ja, weil ich bin das Monster und er gerade noch 2 Minuten vor der Aufnahme. Boah, wie geil man den kleinen Tieren hier das Genick brechen kann. Das macht richtig das Spaß. Das warst du. Den ganzen Schwarm auszulöschen. Du hast mir gesagt, hey, weißt du, was richtig witzig ist? Ihn einfach das Genick zu brechen. Das habe ich gesagt, oh, ich probiere es mal aus. Doink, Mann, doink, doink. Doink. Ich hab gelacht, Tierchen. Ja, das verstehen Menschen auch nicht, weil man etwas witzig findet, weil es gerade in so einem Film comedy-mäßig genutzt wird. Heißt es noch nicht, dass man es gut findet. Was? Ja, ich find's auch nicht gut, Robbenbabys zu ermorden. Trotzdem ist ein Witz darüber jetzt auch nicht schlimm. Boah, weiß ich nicht, aber. Hey, hallo, kann ich den hooken? Und guck hier alles. Zack, der Hookman. Auch den Captain hier? Captain Hookspuck. Nee, guck mal, den kann ich aber nicht hooken. Ey, ich habe so viel Zeug im Inventar, ich muss unbedingt... einfach zu viel, ist einfach zu viel mittlerweile. Erstmal ein bisschen Eis schlecken. Boah, noch kann mehr Kisten. Kann es sein, dass desto länger wir werden, auch irgendwie, dass wir langsamer werden? Ja, deswegen müssen wir upgraden. Guck mal in die Apparillo. Das nächste wird ein Upgrade für den Zug, was wir erforschen müssen. Das wird the next big job. Ey, da ist einer. Das ist ein Dude. Schmeiß den raus. Da ist irgend so ein Dude. Geh weg. Delta. Der alte Delta 11B war hier drin. Ist doch ein Bot von dir. Ist das nicht Mitarbeiter? Delta 11B? Delta. Der alte Delta. Boah, guck mal hier. Brauchen wir richtig Eisen. Eisen, Zahnräder, Kolben. Ja, dann smelter Dash noch mal ein bisschen. Ja, ich schmelde mal. Schmelde mal ein bisschen. Ach, guck mal, wir brauchen ja alles gar nicht. Wir können ja alles hier direkt schon fertigen, was gerade so geht. Komponenten. Schmelde mal die Wurst. Ja, aber wie kann ich das? Ach, da. Boah, das ist schon. Oh, okay. Wird das hochkomplex oder was, das zusammen zu smeltern? Ich glaube schon. Warte mal, Kupfer brauche ich wie viel ein? 4, Alter. Ja, aber Kupfer haben wir noch irgendwo, oder? Ja, Kupfer müssen wir eigentlich auch noch haben. 4 brauchen wir. Ich brauche unbedingt jetzt langsam mal einen Rucksack. Es wird Zeit für einen Rucksack, du. Weil du bist ja so schnell voll in dem Spiel. Inventory ist gerade so. Eines der Hauptprobleme des Spiels. Oh, habe ich eben gerade einen Woodrun gemacht. Einen ordentlichen Woody. Ich habe einen ordentlichen Woody. Einen ordentlichen Woody gemacht. Dicken Woody, du. Guck mal, eigentlich kann man auch einfach alles hier auf den Zug schmeißen. Ja, mittlerweile können wir auch einfach alles hinlegen. Ich drücke hier einfach mal ein bisschen Holz hin. Obwohl, aber wenn wir dann in so ein Portal reinkommen und der macht so ein Zup, fliegt dann alles raus? Weiß ich nicht. Ah, das kann ich mir nämlich ganz gut vorstellen, weil wir fliegen ja auch immer so ein bisschen weg. Also Leder, Chemikalien. Ey, wo ist unser Kupfer? Haben wir kein Kupfer mehr? Ja, irgendwo ganz hinten war doch Kupfer. Ist alles leer? Wo ist das ganze Metall hin? Nee. Muss ich noch einen Kupfer? Ja, vorne ist auf jeden Fall Metall. Vorne habe ich eine riesen Box Metall. Ja, ja, aber wir brauchen Kupfer. Ich habe auch schon wieder jede Menge Throat. Deshalb hier Kupfer. Oh Mann. Also ich kann dir auf jeden Fall viel Schrott gleich wieder zudealen. Du mach direkt Kupfer aus dem Schrott am besten. Schrott habe ich hier selber, aber... Ich habe gerade keine Chemikalien in meiner Pocket. In meiner Hot Pocket. Ja, ich muss auch hier einen mitnehmen. Dann kann ich mir wenigstens schon mal noch einen Kupfer machen. Wenn es abends duftet, frisch und lecker. Fast wie bei Kreis Industries. Hot Pocket. Hot Pocket. Deftig, würzig, fein. Ja, so muss es sein. Hot Pocket. Wow, ich hab drauf gebissen und die ist mir voll in den Mund gespritzt. Eine richtig heiße Lavatasche. Mann, ich hab eine richtig heiße Tasche in den Mund gespritzt bekommen. Mir richtig den Gaumen verspritzt. So, wow, davon... mein Gaumen ist ja voll angesenkt. Hat er da verloren? Fleisch und Leder. Ach, Mist. Oh. Ach, Fleisch und Leder braucht keine Sau mehr. So. Guck mal, ich leg mal hier vorne in die Kisten Schrott. Kupfer haben wir. 4-mal Bolzi-Bolz brauchen wir. Hier kannst du schon mal Schrott rausnehmen. Und ich leg mal Holz rein hier vorne. 4-mal Bolzi-Bolz. Das hier. 1, 2, 3, 4.
So. Wir können jetzt auch ein bisschen schon mit Fett heizen, weil der Mann hat gut Fett. Aber haben wir nicht auch eine Kohlepresse irgendwie mittlerweile? Wir haben eine, aber wir müssen erstmal Kohle machen. Ich keine Ahnung. Müssen wir erstmal lernen, wie man so ein... Kann ich Holz verbrennen? Ja, ja, klar. Wir müssen erstmal lernen, how to use. 4 Räder, 4 Kolben. Ah, warte mal. Guck mal, hier haben wir ja noch... Woher kommt wieder so ein komischer Stinkenebel? Stinkenebel, ja, irgendwie. Smell like fog. Der Zahnräder. Boah, der Nebel ist fies, da siehst du echt kurz gar nichts. Mhm. Wir sind echt langsam, ne? Ja, ich hab das Gefühl, wir werden langsamer. Ich glaube, da hinten kommt ein Gate. Das sieht so gatig aus schon. Gator? Gator. Aber die Musik ist noch entspannt. Noch, aber sie wird jetzt sich ändern dann. Oh, dafür brauchen wir hier diese Fettkammerdosen-Dinger. Irgendwo habe ich welche hingelegt oder habe ich noch im Inventar? Ne, ich habe irgendwo welche hingelegt. Ich hatte irgendwo Fettkammerdosen-Dinger. Eine Fettschatulle. Eine Fettschatulle. Wie macht man die denn? Am Lab? Fett und Chemie. Chemicals, ja. Fett und Chemie. Brauche ich 4 Fett, 4 Chemie. Also hier gerade im Moment ernte ich auch noch ein bisschen Chemie. 3 Stück davon. Die Chinesen haben mir Chemie verkauft. Chemie, ey. Ja. 4 Fett, 4 Chemie. Dann mache ich 4 Dinger. Lab. Mama, ich will hier so einen Schwarm abmurksen. Oh ja, 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 ich höre schon was. Und das nächste Tor ist ja ein Event-Tor. Eben gerade war hier noch ein Schwarm, jetzt ist er weg. Wollte ihm gerade schön den Gar ausmachen. Ah, hier ist er. Ein paar unschuldige Aliens erwürgen. Ganz im Motto von Kreis Industries. Ganz im Motto von Kreis Industries. Hier ist noch Holz, das nehme ich mal mit. Ach, guck mal, da liegt Fett. Mitten auf dem Fettmann. Ne, ich habe ja ein paar Sachen einfach so mal hingedroppt. Jule. Dann brauche ich eigentlich nur noch Barren, ne? Nee, ach, die Kolbendinger. Wie hier gemordet wird. Wie in Not Enough Space. Moment. Oh, ich habe schon wieder 5 Fett. Ah, ich schmeiß mal Fleisch weg. Ich schmeiß Fleisch weg, was? Essen. Guck mal, ich muss auch essen, wie da sehe ich. Nee, ich schmeiß Leder weg. Wir haben so viel Leder. Ah. Drop the Leder. Ich habe eben hier so ein paar Babys erwürgt und dann hatte ich direkt wieder genügend Zeug. Im Greasen hier? Dann müssen wir greasen. Dann müssen wir hier den Kolben machen. Der Forcer, aber für den Forcer brauche ich noch ein bisschen mehr. Guck mal, hier liegt doch Fettpaste rum. Ja, ja, ich weiß, die hatte ich nur gerade noch nicht gesehen. Jetzt habe ich die hier neu gemacht. 1, 2, 3, 4. Ermordest du gerade? Ah, er ermordet hier. Ich morde niemanden. Ja, hier oben wird ein bisschen rumgemordet. Soll ich mal noch irgendwas machen? Brauchen wir noch Kupfer oder sowas? Kupfer wäre, glaube ich, gut, weil da habe ich nicht mehr so viel gefunden. Und Eisen ist halt auch immer gut, ne? Weil das kostet jetzt gleich richtig Eisen hier. Die Eisenkiste hier vorne ist nämlich jetzt leer. Ja, wait. Wait, hey kleiner Mann. Unser kleiner Mann hat irgendwas eingenuckelt. Steam Engine. So, Mama, ich schmelze uns mal hier Kupfer. So, Steam Engine ist erforscht. Jetzt können wir so ein Ding bauen am nächsten Bahnhof. Dann wird's halt richtig spannend. Alter, Zink-Extraktion. Smelter Stufe 2. Brass-Casting. Brust-Casting. Ist doch hier Fake-Agent oder was? Alter, wie geil. Guck dir mal den... Guck mal, wir müssen das alles freiräumen. Siehst du das? Das hier muss alles weg. We've unlocked the Steam Engine. Das muss alles weg. Wir müssen die vordere Area richtig sauber wegflanken. Machen. Ja, ja. Aber das musst du eh dann in der Station machen. Need expanded to 4 Plattformen. Haben wir ja. Wir haben jetzt 4 mittlerweile. Ja. Schöne saubere Viererplatte, wie man so schön sagt.
Dann müssen wir schön aufräumen noch. Boah, das Fett heizt aber schnell weg. Ich habe hier mal ein bisschen Fett verwendet, weil ich so viel hatte. Aber du, Fett heizt gut weg. Oh, Holz auch noch ist hier hinten noch Holz jede drin. Menge. Ja, ja, ne, habe ich auch reingelegt, damit wir ein bisschen Reserveholz haben. Ja gut, hier liegt jetzt 5 Kupfer. Oh, wir haben 0 Eisen, 0, krass. So, ich hau mal vorne gleich ein bisschen Kupfer rein. Mach hier nochmal 5 Eisen. Also 5 Kupfer haben wir jetzt vorne drin. 5 Eisen wird schon wieder geschmolzen. Ah, das ist da unten bei Leder. Das brauchen wir gerade nicht. Wir können jetzt auch Effizienz erforschen im Smelt-Bereich. Das bedeutet, wir kriegen mehr raus, oder was? Nee, aber du zahlst weniger Holz. Oder weniger Verbrennung. 25% weniger Brand-Equipment. Brandgut. Boah, ich bin gespannt. Was ist wohl beim nächsten Gate? Jetzt wird's spawnen. Jetzt wird's Gator-mäßig. Jetzt wird's Gator-mäßig. Gator war kein Zuhälter. Das ist der Mann Stahl voll Nutten, was du da betrieben hast. Nein, ich habe nur ihre, ich habe nur die Organisation ihrer Termine übernommen. Ja, das ist, nennt ja, man Zuhälterei. Das nennt man Zuhälterei. Es ist einfach nur ein guter Film. Der macht immer gute Laune. Ich weiß nicht. Da wollte ich auch mal Grapple the Hook machen. Mal oh, Grapple doch mal rein hier. Grapple the Hook. Der Grabber ist geil. Ich mag den Grabber echt. Was brauchen wir denn fürs Forschen? Boah, wir können jetzt einiges forschen wieder. Aber meistens Kupfer, Metall, Kupfer. Kupfer, Metall, Kupfer. Okay, da hinten ist nichts, was noch wegfliegen kann, oder? Ist alles eingesammelt? Ja. Jetzt wird's wieder spannend. Die zwei machen Quatsch mit Kindern. Nein. Zwei lustige Onkels aus dem Internet machen Quark mit Kinder. Das klingt überhaupt so falsch, ne? Ja, aber... Das machen fast alle YouTuber. Ich meine generell, ich mein, stell dir das mal vor, wenn dann so jemand wie, weißt du, so ein Jones, so, ja, ich zock da immer mit einem... Zu einem älteren Herrn. Ja, mit zum älteren Herren. Der verdient voll viel Geld. Die älteren Herren verdienen. Der kauft mir immer richtig viele Spiele. Was ja, muss ich dafür machen? Ach, ich muss ihn nur streicheln. Der schenkt mir immer Spiele, ey. Was? So, was? Moment, Moment. Was macht der? Was ist hier? Ist wieder keiner. Nee, nichts. Ist nichts? Ich dachte, es gibt hier. Hä? Krieg. Reach the next Depot. Worum ging es denn nochmal? Um irgendein Zimmer oder so, was wir finden müssen, ne? Irgendwas Besonderes, ja. Boah, hier ist Holz und alles drin. Schon lange keine Coins mehr gekriegt, weil wir hier nur so Billo-Depots immer kriegen. Naja, wir haben hier nur Billo-Depots. Die Nazis erschreckt. Oh. Also wenn selbst die Nazis vor dir flüchten, dann bist du grausam. Oh. Hier waren ganz gut Chemikalien und so, hast du was gefunden? Nee, aber hier, oh, hier ist eine winzig kleine Schatzkiste. Holz und Fleisch waren in der Mülltonne, das nehme ich mit. Also wenn wir jetzt da hinten das Mega-Ding bauen wollen, brauchen wir erstmal jede Menge Eisen, ne? Mehr Pepper Seeds, mehr Holz. So. Wir wollen jetzt eine Lok draufschrauben. Ich weiß nicht mehr genau, warum müssen wir denn eigentlich das, das heißt, Depot reachen? Also keine Ahnung, war, keine Ahnung, was der genuschelt hat. Irgendwas hatten wir freigeschaltet. Also hier gibt's nichts. Hat der schon immer Musik gemacht? Ja. Ist mir nie aufgefallen. So richtige schöne Oktoberfestmusik, ne?
Ja. Yeah. Alter, hier, die Nazi-Hantelbank. Hier kann ich das Nazi-Workout machen. Das Nazi-Workout. Also diese Builderbox ist einfach nur, da kannst du deine Ressourcen reinpacken, wenn du Upgrades bauen willst genau. Und so. Ne? Ja. Hat er irgendwas hinterlegt? Nee, ne? Nee. Ist es nicht das Depot? Ich meinte ein anderes. Da müssen wir irgendeine Tür aufschießen, aber es würde ja irgendwie markieren oder irgendwie uns einen Hinweis geben. Normalerweise müsste ja dieses Dreieck dann irgendwo sein da. Ja, genau deswegen. Vielleicht ist es nicht das Depot hier. Du meinst, wir sind nicht am richtigen Depot? Keine Ahnung. Ja, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier Eisen und sowas. Was brauchen wir denn alles jetzt für die Lok? Was ist denn Build Module? Achso, das wäre... Boah. Du musst erstmal den alten Engine wegmachen. Dann brauchst du 10 Eisenbarren, 4 Zahnräder, was auch Eisenbarren sind. 4 dieser Kolben. Kriegen wir das hin? Was denkst du? 4 dieser Kolben, die auch aus Eisenbarren und Fett sind. Dann 4 Bolzen, die aus Eisenbarren sind. Und 4 Kupferdrähte, die aus Kupfer sind. Das wird kräftig, ne? Also ich glaube, das müssen wir echt erstmal heftiger vorbereiten. Na, warte mal. Vielleicht schaffen wir das sogar. Lass mal reingucken. Was hast du noch an Schrott? Ja, wir haben hier das Zeug. Schrott selbst habe ich im Inventar gerade nichts. Hier ist jede Menge Holz. Haben wir hier gar keinen Schrott mehr drin? Warte mal, ich bereite schon mal die Kupferdrähte vor. Ich habe einen Kupferdraht. Einen habe ich. Brauchen wir nur 3. Hä? Warum ist das jetzt weg? So, ich habe 5 Eisenbarren. Husten habe ich. Pickup. Soll ich das in die Builderbox packen? Nee, noch nicht. Lass mal alles sortieren, ob wir es überhaupt hinbekommen. Dann brauchen wir, warte mal. Kann ich hier im Buch Production, Decor, Storage. Hier entsteht noch ein Eisenbarren. Nee, ich glaube, wir haben echt nicht genug. Einen Bohrer können wir bauen? Wir könnten einfach durchheizen zum nächsten Depot und alles nochmal so mitnehmen, dass wir so schnell durchflitzen. Ja gut, aber es dauert trotzdem einen Moment, also so locker 10 Minuten unterwegs. Ja, dann schwingen wir los. Bringt ja nichts, wir kriegen es nicht zusammen. Fehlt noch ein bisschen was. Ja, sag ich ja. Schrott. Wir brauchen ja Schrott wieder. Aber hier ist nichts. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Weil ich jetzt gedacht habe, wow, weißt du so... Ja, reach the next depot, aber... Ich dachte, jetzt wird was Heißes kommen. Ich dachte, jetzt wird's hot. Da waren wir noch nie, oder? In einem Orangenen? Ja, schon eher rot, ne? Eher rot, bedrohlich rot. Dann gehen wir auf die Tour des Schrott. Was ist das da hinten? Da ist irgendwas mit... Ist das Kohle? Geh mal zurück, bitte. Was ist das? Rückwärtsgang einlegen. Ja, ich muss nach vorne laufen erstmal. Da musst du kurz Gas geben. Da liegt doch irgendwas. Was ist das? Sieht aus wie Kohle, ne? Gut möglich. Was ist das? Da Glühwürmchen leuchtet daran. Ja, das sind doch Glühwürmchen drumherum. Ein Hexenei oder so. Okay, das ist was ich so mitnehmen kann. Kannst du wieder nach vorne? Ach, das kannst du bestimmt mit dem Bohrer bohren oder so. Was ist das hier? Stein. Den hast du im Inventar jetzt, oder nee? Nee, der liegt hier. Den kannst du nicht ins Inventar packen. Dann bauen wir einen Bohrer, du. Ey, der rollt weg. Wie jetzt, der rollt weg? Boah. Der wollte wegrollen, die Sau. Was ist denn, wenn ich jetzt X holde? Was passiert denn dann? Lump of Coal. Kann man das irgendwo reinschieben?
Man muss ihn mit dem Bohrer erst zerkleinern. Ich schätze mal, du musst es mit dem Bohrer kleiner machen. Sieht zumindest so aus. Okay, dann holen wir mal Schrott. Und buttern jetzt durch. Ich meine, das nächste Depot im neuen Red Biome. Und das ist so ein Schnabeltier. So ein fieses. Guck, dass du den los wirst. Wo ist der? Der Schnabler. Irgendwo. Hier, hier, der. Der, so. der frisst uns auf. Die sind tot. Sau. Hab ich. Frech. Manchmal sind die echt frech. Was bildet der sich ein, denke ich mir nur. Da vorne kommt jede Menge Schrott. Ja, jetzt heißt es alles Scrap-a-Doodlen. Was ist das? Oh cool, nein, 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 der kommt auch noch. Der wird uns auch noch naschen. Seine dumme Haifresse. Seine dumme Najina. Hai-Najina. Die Hai-Najina. So, hier noch was gecrappt. Aber wir können doch nicht den effizienteren Ofen machen, oder? Nee, wir müssen erst erforschen. Auch. Erst erforschen. Forschung wäre jetzt natürlich ein bisschen zu teuer. Ne? Dann bräuchte ich mir dann bräuchte ich auch alles Eisen. Alles Metall. Ja, jetzt wird's sehr, sehr eisenlastig. Ja gut, das Ding ist aus Eisen. Da vorne ist wieder so ein komisches Ei. Was ist das hier auf den Schienen? So. Ja, die haben wir schon gesehen, diese komischen Blockaden. Hier oben ist wieder so ein Kohlebatzen, wenn man den hole ich. Hat mir da den Schrott, wenn ich dran komme. Ah. Da unten ist auch noch Schrott. Komme ich da noch ran? Oh, nein. Oh, hab ihn. Au, au. Wird hier voll durch den Schrott gezogen. Jetzt bin ich nicht mehr hübsch. Junge, mein Gesicht war auf den Gleisen. Mein Gesicht war auf den Gleisen. Warum nennen sie dich Gleisen-Jack? Mein Gesicht war auf den Gleisen. Sieht man fast gar nicht. Oh, haben sie gut hinbekommen, die Ärzte. Danke. Pickup. Guck mal, Organics und Scrap Metal hat er in seiner Tasche gehabt. Jetzt hängt da wieder. Da ist irgendwo wieder so ein Sauger. Hier. Ein Schuss in seine fiese Fresse. In seine fiese Fresse. Machen Wirbel in Hollywood. Ich und mein Zug, wir machen Wirbel. Oh, ich werd gebissen. Uff. Big Mom ist ja auch noch unterwegs. Obacht. Obacht, Mom. So, hier wird wieder 5 Eisen geformt. Komponenten. Hiervon glaube ich wieder 4 Stück, ne? Redstone. Alter, was da hinten für riesige, komische, zerrissene Türme und alles sind, ne? Ach, guck mal, hier ist ja so ein Eisding drin. Wollen wir eigentlich nicht. Alter, was ist das da unten? Wo da unten? Mit Glühwürmchen hier. Was ist das? Kupferbarren? Irgendwas Grünes. Ey, wir brauchen den Bohrer. Wir brauchen unbedingt den Bohrer. Ja, ich glaube auch. Wir brauchen den Superbohrer. Die Dinger hier. Stahlmanufaktur Romanowski. Wir schmelzen alles, was sie wollen. Wir schmelzen sie Pelzen. Pelpen? Ich habe hier noch ein Zahnrad. Irgendwo noch. Das davon fliegt. Was ist denn das jetzt gefunden? Hatte ich noch eine Tasche. Alter! Der beißt hier wie. Klump. Hast du das Zahnrad eingesammelt? Ja. Gut. Ich suche gerade noch freie Plätze hier um. Diese Weapon-Upgrades haben wir auch noch hier drin. Ah, guck mal hier.
Hier kann ich schon mal, hier sind Zahnräder, Kupferdraht, bräuchten wir noch einen. Hm, hol ich mir immer noch. Hier, so eine so, einzelne. Hier, ich wieder Eisen. Ja, vielleicht können wir aus so einem Klump mal richtig viel Materialien rausbohren. Oh, dieser Hai muss weg. Verzieh dich. Ich weiß nicht, was wir da rausbohren können. Das wird jetzt dann auch nochmal... Wird der Bohrer teuer? Weiß ich nicht. Okay, und wieder jede Menge Schrott. Da catch ich mal rein. Honk if you want love. Honk if you are horny. I am. Ich bin ein Draka. Ein Draka-Vampir. Buah, tschu-tschu. Hier ist Schrotti. Ich hab nochmal ganz gut Schrott und Holz. Holz habe ich gerade. Irgendwie wieder super viel. Davor so selten, jetzt wieder ganz viel. Gut, aber wir müssen den Steam Engine, den müssen wir dann theoretisch auch befeuern, ne? Wahrscheinlich mit irgendwas, oder? Ja, klar müssen wir den befeuern. Ich meine, es wird so sein, dass wir so oder so wieder rollen. Es gibt keinen Stillstand, ja? Wir rollen ja auch hier, ohne dass wir irgendwie was machen müssen. Oh, da hinten sind Glühwürmchen. Da geht's wieder irgendwo hin. Oh, wow, wow. So, in der nächsten Folge erforschen wir die alte Mama Glu-Glü. Wo sind Glühwürmchen? Da, hier, mach Pause. Break. Hier. Oh, ja. Da glühen sie. Ja, da müssen wir eh erst noch Ringe machen und so. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Das ist halt auch wieder Materialien, ne? Ringe... Geld. Ja, gut geht, aber Metall haben wir eigentlich jetzt genug. Also Metall müssten wir echt genug haben. Ich kann leider nicht sehen, was das Dings kostet. Ne, deswegen. Jetzt hab ich nochmal. Ich habe super viel Holz. Holz haben wir auf jeden Fall. Die genug. Dinger werden wir auch noch brauchen hier, diese. Oh! Aus Fett und Chemie. Hm? Boah! Der hat sich voll rangesneakt. Als ich gerade Stöckchen holen wollte. Ah, davon brauchen wir gar nicht mehr so viele. Ja, es geht. So viel Eisen haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt 8, 13 Eisen wieder. Nochmal 4 hier. Nochmal 1 wird gerade geschmolzen. Ey, der kaut uns hier hinten den Zug kaputt, die Sau. Okay, den müssen wir töten, bevor wir hier weg wollen. Also, wenn wir da runter wollen, muss erst die alte Haischnauze weg. Haifresser. Schade, dass der halt irgendwie nichts wirklich Geiles droppt. Das finde ich ein bisschen schade. Ist tot. Ich weiß, ich wollte nur nochmal Macht demonstrieren. Ah, okay. Wolltest zeigen, dass du einen langen Willi hast. Schön, schön den Revolver. Oh, aber pass auf, nächstes Mal gibt's Nasekürzen. Ja. Ich habe noch ein paar Kinder erwürgt. Gut. Oh, das ist schön. Ja, das ist mein Job. Was machen Sie denn bei Kreis Industries? Ach, ich bin der Kinderdrossler. Was? Verlangsamen die? Nein, nein, erdrosseln. Ah, okay. Und da wunderst du dich, dass du keine Werbung hast. Gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Dann bauen wir einen Bohrer und gucken mal, was da drin ist im alten Klumpen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschö. Loing, loing.